Vieles ist seit der Erschaffung von Himmel und Erde passiert. Die Vernichtung der Dschinn auf der Erde, die Erschaffung Adam a.s. und seine Verbannung vom Paradies, die Kriege Shaitans und seine Einflüsterung gegen die Diener Allahs, die Entsendung von Propheten, die den Menschen vor einem gewaltigen Tag warnten, die Wunder, die sie durch Allah subhanahu wa ta'alas Allmacht brachten. Einige Völker herrschten auf der Erde und andere wurden aufgrund ihrer Sünden vernichtet. Die Menschen wurden stets gewarnt. Jeder Prophet und jeder Gesandte wurde geschickt, um die Menschheit zum Tawhid einzuladen, zu einer Lebensordnung, nach der sie sich zu richten haben. Es gab kein Volk, zu dem kein Prophet geschickt wurde. Sie wurden vor dem einen Tag gewarnt, an dem es kein Entkommen gibt. An jenem Tag ist jeder mit seinen eigenen Sorgen beschäftigt. Allah subhanahu wa ta'ala schickte aus seiner Barmherzigkeit ausgewählte Menschen, die uns daran erinnerten, einen Vertrag zu erfüllen, die wir als Menschen mit Allah subhanahu wa ta'ala eingegangen sind. Sie warnten uns vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Die Dunya wurde erschaffen, um die Menschen zu prüfen, wer von ihnen die besten Taten begeht. Wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt, er, der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. Und er ist der Allmächtige und Allvergebende. Dann wurde das beste Geschöpf für die gesamte Menschheit gesandt. Der Gesandte Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Durch seine Entsendung wurde die Zeit für Yawm al-Qiyamah eingeleitet. Sa'al ibn Sa'd berichtet, ich sah den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam, wie er mit seinem Mittelfinger und seinem Zeigefinger gestikulierte und dabei sagte, ich und die Stunde wurden wie diese beiden zusammengesendet. Mit dieser Aussage macht uns der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam eines klar. Die Uhr des Lebens tickt. Die Zeit der Menschen läuft ab. Der Abstand zwischen dem Zeigefinger und dem Mittelfinger ist sehr gering. Somit ist auch das Ende dieser Dunya und alles, was sich darin befindet, nah. Trotz dieser kurzen Zeit ist auf dieser Welt vieles passiert. Die Verbreitung des edlen Islam, die Eröffnung, die Kriege und unzählige andere Ereignisse. Wann wird nun das Ende sein? Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen viel Zeit gelassen. Er subhanahu wa ta'ala hat den Menschen die Chance gegeben, ihn, den König der Könige, zu erkennen, den Islam als Rechtleitung anzunehmen, zu glauben und reumütig zu sein. Jeder Mensch bekommt in der Dunya diese Chance. Doch es gibt einen Tag, an diesem einen Tag wird von uns keinem der Glaube angenommen, wenn er nicht bereits vorher geglaubt hat. Es ist der Tag des Untergangs, der Tag der Vernichtung, der Tag, an dem es niemanden mehr nützt zu glauben, wenn vorher kein Glaube vorhanden war. Die Menschen, die noch auf der Erde verweilen, sind einem gewaltigen Ereignis ausgesetzt. Allah subhanahu wa ta'ala ändert seine Gesetzmäßigkeit. Das Aufgehen der Sonne im Westen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem edlen Buch, an dem Tag, da etwas von den Zeichen deines Herrn kommt, nützt eine Seele ihr Glaube nicht, wenn sie nicht schon zuvor geglaubt und in ihrem Glauben Gutes erworben hat. Die Menschen, die noch auf dieser Erde verweilen, in Trunk und Verblendung, sie werden dieses Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala sehen. Sie werden glauben, doch ihr Glaube wird ihnen nichts nutzen. Sie haben die Chance verpasst. Nun ist es zu spät. Menschen, die andere zum Islam einluden, wurden ausgelacht. Sie wurden der Zauberei bezichtigt. Sie wurden als Spinner und Hinterwändler bezeichnet. Als sie die Menschen vor diesem Tag gewarnt haben, nun sehen sie es mit ihren eigenen Augen. Die Zeit ist um. Nun realisieren sie, dass die Stunde naht. Furcht und Schrecken breiten sich im Herzen aus. Jeder, der um Vergebung bittet, dem wird die Bitte abgelehnt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Auswanderung hört nicht auf, solange die Reue angenommen wird, und die Reue wird so lange angenommen, bis die Sonne vom Westen aufgeht. Wenn sie dann aufgeht, wird jedes Herz mit dem versiegelt, was sich darin befindet.
und die Menschen brauchen keine guten Taten mehr zu verrichten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiter, und wenn das Wort über sie fällig wird, bringen wir ihnen ein Tier aus der Erde hervor, das zu ihnen spricht, weil die Menschen von unseren Zeichen nicht überzeugt sind. Wenn die Menschen sich in Frevel und Unheil befinden, die Religion Allahs austauschen, wenn Tyrannei und allerlei Sünden sich verbreiten, die Ermahnung nicht fruchtet, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ein Tier hervorbringen, was zu den Menschen spricht, damit die Menschen wissen, dass es ein Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Imam Ahmad und Imam al-Tirmidhi überliefern, dass Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Tier erscheint und mit ihm der Stock von Musa alaihi salam und der Ring von Sulaiman alaihi salam und es brandmarkt den Verweigerer des Glaubens. Uthman bin Affan radiallahu anhu sagte, die Nase des Glaubensverweigerers versieht er mit einem Ring und er heilt das Gesicht des Gläubigen mit dem Stock auf, bis sich die Leute an einem Tisch setzen. Dann sagt dieser, O du Gläubiger, und der andere sagt, O du Glaubensverweigerer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor dem Unglauben bewahren. Diese Zeichen werden definitiv eintreffen. Noch bleibt Zeit. Noch haben wir die Gelegenheit, gute Taten zu vollbringen. Wir können die Menschen zum Islam einladen und sie vor diesem gewaltigen Tag warnen.